Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video, denn ja, es gibt keinen Sims-Content, sondern ich wollte einfach mal ein bisschen darüber quatschen, was ich so erlebt habe in meinem Leben in den letzten 2 Jahren. Denn ich war jetzt 2 Jahre lang arbeiten, zum ersten Mal in meinem Leben. Es sind ein paar Dinge passiert, die sehr wild waren, aber ich habe auch viele tolle Dinge erlebt. Deswegen, es geht mir nicht darum, hier irgendwie in eine Pfanne zu hauen oder keine Ahnung. Es geht einfach nur um meine persönlichen Erfahrungen. Es ist so gewesen, ich habe ja die 10. Klasse abgeschlossen, indem ich jeden Tag nur so 2 Stunden am Tag da war. Zu meiner Schulgeschichte etc. wollte ich ja irgendwann auch nochmal ein Video machen, aber bisher kam ich einfach noch nicht dazu, das halt auch mental so preiszugeben, was alles geschehen ist, weil diese, keine Ahnung, wie viele Jahre waren das, 7 oder so, waren zu crazy, als dass ich jetzt einfach so mal nebenbei so einfach alles droppen könnte. Dass ich mal zwischendurch was droppe, so ein Nebenbei-Ding halt, ist halt in Ordnung, aber ich kann halt nicht alles auf einmal so droppen, was so geschehen ist, weil es ist einfach zu viel gewesen. Und mental kriege ich das halt einfach noch nicht auf die Reihe, aber irgendwann möchte ich schon noch gerne darüber sprechen, weil ich es auch wichtig finde. Aber wie gesagt, ich muss es halt erstmal selber ein bisschen verarbeiten, was so geschehen ist. Und diese 2 Jahre Arbeiten waren jetzt halt anders. Jedenfalls, ja, war ich eben 2 Stunden am Tag nur in der Schule und habe dadurch dann trotzdem halt meinen Abschluss bekommen können. Und ja, wusste halt aber nicht so ganz wohin, ne, mit mir, weil ich halt nie gedacht hätte, dass ich die Schule überhaupt abschließen werde. Deswegen habe ich dann aber zum Glück die Möglichkeit bekommen, nach den Sommerferien im August 2020 dann in einer Kita anzufangen. Da, wo meine Schwägerin auch arbeitet. Und zwar als Praktikantin. Für ein Jahr quasi ein freiwilliges soziales Jahr, aber halt ein bisschen inoffiziell. Weil normalerweise kriegt man da ja noch irgendwie besondere Dinge zugeteilt. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Und deswegen, ja, war ich halt einfach Jahrespraktikantin. Normalerweise kennt man dieses mit dem Jahrespraktikanten eher von, wenn man halt eben Fachabitur macht. Habe ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht. Ich war 17 zu dem Zeitpunkt, als ich da angefangen habe. Auf jeden Fall hat das dann halt also angefangen. Und ich war absolut überfordert in meinem Leben, weil ich habe halt nie wirklich soziale Kontakte pflegen können in meinem Leben zuvor. Es war schon alles ein bisschen viel. Ja, aber letztendlich habe ich mich dort aber dann doch ganz gut eingefunden. Die Arbeit mit den Kindern hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn sie mich sehr ausgelaugt hat. Also ich bin ehrlich, war immer sehr, sehr kaputt von der Arbeit. Und ja, gerade in den Wintermonaten war es dann schon auch anstrengend, ne? Eben kaum Sonne zu sehen und so. Mein habe ich jetzt ja zuvor auch in Anführungszeichen kaum. Aber you know, es ist halt schon nochmal was anderes, ob du halt zumindest mal Gassi gehen kannst im Hellen. Das war halt eben dann nicht möglich, ne? Also ich bin Vollzeit arbeiten gewesen, also 39 Stunden die Woche war ich eingesetzt. Das war schon ein bisschen crazy, not gonna lie. Aber letztendlich hat mir die Arbeit dann gezeigt, dass ich doch gerne in den sozialen Bereich gehen würde. Auch wenn mir dieses Bild von so große Gruppen und so, dass mir das eigentlich nicht so gefällt. Also mir war dann schon klar, dass ich dann eher in irgendeiner Form Einzelkontakt oder kleinere Gruppen betreuen wollen würde, wenn ich dann halt irgendwann in den sozialen Bereich gehe. Aber letztendlich habe ich mich dann ja dazu entschieden, dass ich dann im Dezember oder November desselben Jahres, dass ich mich dann beworben habe bei einem Berufskolleg und dort dann tatsächlich auch angenommen wurde. Das ist dann auch das Berufskolleg, wo ich jetzt aktuell auch dann noch bin. Das war natürlich total toll, aber die Zeit darauf war natürlich sehr wild. Ich habe in einer altersgemischten Gruppe gearbeitet und dann aufgrund von Corona bin ich dann in die Gruppe von meiner Schwägerin gewechselt, weil wir das ein bisschen eingrenzen wollten. Und dann die Geschwisterkinder sind dann auch in dieselbe Gruppe immer gewechselt und sowas, dass man es halt möglichst wenig ausbreiten kann und sowas. Ja, das war halt eine Schulkindergruppe, also halt nur die großen Kinder. Und das war unfassbar anstrengend. Also ich bin ehrlich, also ich bin echt kaputt gegangen, ne? Also ich habe in den Pausen habe ich geschlafen. Also wirklich, ich habe mich einfach nur hingelegt und habe genappt. Und als ich nach Hause kam, habe ich mich auch direkt schlafen gelegt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Also ich habe wirklich nicht mehr existiert, ne? Also ich bin legit, ich bin morgens aufgestanden, bin zur Arbeit, habe in der Pause geschlafen, habe weitergearbeitet, bin dann nach Hause und habe mich direkt ins Bett gelegt. Also ich war in der Regel so gegen 5, spätestens 5:30 zu Hause und habe mich dann einfach ins Bett gelegt und habe geschlafen bis zum nächsten Tag. Weil ich einfach nicht mehr konnte. War einfach vorbei mit mir. Und irgendwie, wirklich, ich habe halt wirklich nur noch gearbeitet, ne? Das hat man dann auch an meinem YouTube-Kanal teilweise gesehen, weil wer mich kennt, weiß, wie
konsequent ich mit den Sachen bin, die ich mir vornehme. Ich hatte 2 Videos die Woche als Plan und ich habe mich trotzdem darum gekümmert, aber irgendwann ging es ja einfach nicht mehr und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich lasse es ausfallen. Und wenn ich sage, ich lasse etwas ausfallen, weil es mir so schlecht geht, weil ich einfach nicht die Power und die Zeit dafür habe, dann hat das wirklich was zu heißen, weil ich halt wirklich, wirklich, wirklich sehr konsequent bin in dem, was ich halt sage. Und ich lasse das nicht einfach so schleifen. Da bin ich nicht der Typ für. Das Ganze ist halt leider ein bisschen sehr ausgeartet, ne? Also war natürlich an sich sehr, sehr schön, weil ich konnte sehr viel ausprobieren. Ich habe Bastelprojekte zum Beispiel geleitet. Ich war zwischendurch auch mal alleine mit ein paar Kindern und habe auch mal den Morgenkreis geleitet und sowas. Also ich konnte sehr, 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 sehr viel ausprobieren und lernen. Und das war total cool. Aber es, wie gesagt, es hat mich eben ausgelaugt, ne? Ich hatte in diesem Jahr, in diesem ersten Jahr, ich hatte so viele Migräneanfälle. Also ich hatte schon immer Probleme mit Kopfschmerzen, wenn ich sehr gestresst war. Aber so eine krassen Migräneanfälle hatte ich nie. Und halt nur in dieser Zeit, ne? Ja, letztendlich, mittlerweile habe ich die nicht mehr. Und ich war halt einfach wirklich in einem fucking Burnout-Stadium mit 18 Jahren. War ein bisschen sehr crazy, ne? Also ich bin ja sowieso angeschlagen, dies, das, ne? Müssen wir jetzt nicht ausrollen. Aber ich bin ja auch in Therapie etc. Also es war schon klar, dass ich wirklich in einem Burnout war, ne? Dass ich dann auch irgendwann wirklich viel gefehlt habe irgendwann, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich habe mich schlecht gefühlt, zu Hause zu bleiben, weil ich hatte das Gefühl, ich lasse diese Leute im Stich. Aber ich konnte nicht mehr. Also es hätte nichts gebracht, wenn ich da gewesen wäre, weil ich hätte mich ja nur noch mehr und noch mehr und noch mehr kaputt gemacht. Und leider ist es letztendlich doch dazu gekommen, dass ich ja eben versucht habe, mir das Leben zu nehmen. In der letzten Kita-Woche. Ich würde da jetzt nicht ausführlicher darüber sprechen etc., weil das gehört hier jetzt einfach nicht hin. Aber ich war halt wirklich so wutentlassen und ich wusste, okay, ich möchte aber diesen Freitag trotzdem kommen, damit ich halt die Kinder verabschieden kann, die dann die Kita verlassen. Wie crazy ist das? Du bist in so einem Punkt und sagst trotzdem, ich möchte wieder zur Arbeit, damit ich denen wenigstens Tschüss sagen kann. Naja, jedenfalls in diesen 3 Wochen, wo wir dann Schließungstage hatten, habe ich mich eigentlich ganz gut erholen können tatsächlich. Ich habe mir das Ganze natürlich auch nochmal ganz gut, also naja, verarbeiten können würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest konnte ich mir das Ganze gut reden, weil ich habe mich auf die Schule gefreut. Ich hatte zwar auch riesige Angst, weil ich eben so schlechte Erfahrungen gemacht habe in der Schule, aber ich dachte, okay, vielleicht wird es ja auch ganz cool, ne? Also ich war auf jeden Fall excited auf die kommende Zeit. Ich wusste ja auch, dass ich dann weniger arbeiten werde. Nur 27 Stunden die Woche, sind dann einfach mal eben 12 weniger. Ich bin nämlich in derselben Einrichtung geblieben, weil das für mich natürlich am einfachsten war. Habe dann nochmal die Gruppe aber gewechselt, dann zum Sommer hin und bin dann in eine andere altersgemischte Gruppe gekommen und da war auch erstmal alles ganz gut, würde ich sagen, ne? Also ja, ich war zwischendurch schon sehr gestresst auch, also immer noch, ne? Ich meine, so richtig verarbeiten konnte man das ja nicht, aber es war auf jeden Fall vom Gemütszustand besser als eben die Monate zuvor. Ja, bis ich dann eben einmal eine Panikattacke hatte und irgendwie ging es seitdem wieder so richtig bergab. Also auf der Arbeit hatte ich tatsächlich noch keine einzige und dann das so Oktober, will ich sagen, war es halt die allererste auf der Arbeit selber. In dem Moment war ich aber auch ohne Kinder und keine Ahnung. Also es war jetzt nicht so, dass es in irgendeiner Form gefährlich war. Bei mir ist halt auch die Gefahr, dass ich Panikattacken eher habe, wenn ich alleine bin, als unter vielen Leuten. Vor allem, wenn diese mich ansprechen. Weil in der Kita, ich weiß nicht, inwiefern man sich das vorstellen kann, aber du hörst deinen Namen ungefähr 5 Millionen Mal innerhalb von 3 Minuten. Demnach wäre ich gar nicht in diesen Zustand gekommen, ja, und ich kenne mich ja auch ganz gut dahingehend, dass ich sagen kann, hey, das würde halt außerhalb von, wo ich alleine bin, nicht vorkommen. Naja, das ist halt dann blöd gelaufen. Ich hatte an demselben Tag dann noch Schule, das war halt dann ganz gut, weil Schule letztendlich, ich hatte sehr große Angst vor der Schule, aber letztendlich ist es halt wirklich mein Safe Place geworden, sodass ich mich halt jede Woche darauf gefreut habe, wenn man wieder Schule war etc., weil eben Arbeit sehr, 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 sehr stressig für mich war. Ja, letztendlich ist es dann aber halt ein bisschen eskaliert und es ist nicht so viel auf so viel Verständnis zugetroffen, dass eben diese Panikattacke da war. Ja, anders bin du dadurch, dass ich halt krank bin, mental, dass ich dann teilweise auch Gespräche da stattgefunden haben, ja, Klassenlehrerin zum Beispiel und keine Ahnung, wir haben dann versucht irgendwie was zu regeln, aber leider war der Umgang dann irgendwie, ja, es war eigentlich immer ganz gut, der Kontakt, aber irgendwie seit dieser Panikattacke ist es dann halt auseinandergeflossen so ein bisschen und das war halt sehr blöd, ne?
Also letztendlich kam dann ja auch die Entscheidung, dass ich dann nochmal die Praxisstelle wechseln wollte. Muss ich dann gezwungenermaßen auch tun. Dann auch von der Leitung eben kam, dass es wohl für uns alle besser wäre, wenn ich eben nochmal die Chance woanders bekommen würde. Ja, und zum Glück habe ich dann eine Stelle noch gefunden am 31. Januar. Also einen Tag, bevor ich dann hätte einen neuen Vertrag hätte haben müssen, habe ich dann hospitiert in der neuen Einrichtung in einer Tagesgruppe für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Das heißt, da sind halt vor allem Kinder, die eben behindert sind. Und in dem Fall, ja, waren es eben autistische Kinder. Und ich hatte wirklich Angst, dass ich keine Stelle mehr finde. Aber die haben dann gesagt, hey, du kannst gerne bleiben, weil die Hospitation, also ich habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt. Die Gruppe war relativ klein, also wir hatten, glaube ich, 9 Kinder zu dem Zeitpunkt. Ja, also das ist ja von der Gruppengröße her auch genau das, was ich mir ja eigentlich vorstellen kann, auch später drin zu arbeiten, so, you know, voll. Und die haben halt schon gemerkt, dass ich auch sehr, 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 sehr gestresst war, halt noch von der vorherigen Situation. Zum Glück wurde ich da dann aufgenommen und das war ganz toll. Und ich habe mich gefreut, dass ich einen Platz bekommen habe. Ich wusste ja auch, dass es nur 6 Monate waren, also selbst wenn es mir nicht gefallen hätte, ich hätte es ja dann irgendwie einfach durchgezogen, ne? Weil ich hatte Angst, dass es halt vielleicht doch stressiger ist, als ich zu dem Zeitpunkt mich gefühlt hatte. Und ich war schon so, oh nein, oh nein, oh nein. Aber alles fit. Ich habe mich einfach total weiterentwickeln können, ne? Weil ich habe mich da nicht so degradiert gefühlt, sage ich mal. Also in der Kita hat man halt schon gemerkt, dass man eben nur Praktikant ist. Jetzt nicht heißen soll, dass das irgendwie schlimm war oder so. Also ist ja auch normal, ne? Also als Fachkraft, so du kannst halt nicht die Praktikanten alleine lassen, darfst du halt auch nicht und sowas zum Beispiel. Zumindest nicht für lange Zeit. Aber also wie gesagt, in der Tagesgruppe hat man halt wirklich gemerkt, so hey, so man hat sich so auf einer Ebene gefühlt und das war total toll. Kann man sich halt irgendwie, also ich war so richtig so, also einem wird so viel zugetraut und ja, eben auch dadurch, dass ich ja schon 1,5 Jahre mit Kindern gearbeitet habe, hatte ich ja in dem Sinne auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Auch durch meine Neffen habe ich ja auch viel Zeit mit denen bisher verbracht und sowas. Und ja, eben, ich konnte einfach total wachsen. Mir ging es immer besser, ne? Also ich habe da auch noch mal ein bisschen weniger gearbeitet von den Stunden her, weil wir nur Betreuungszeiten von 8 bis 14 Uhr angeboten haben. Aber es war einfach total schön. Es ist halt eine Situation passiert, da hat ein Mädchen leider ein bisschen vom Wachsmalstift gegessen und musste sich dann am Ende davon übergeben. Danach kam da ein Gespräch, da habe ich dann auch nochmal offengelegt, was eigentlich so passiert ist. Halt eben auch, also da kam dann halt auch zur Sprache, dass ich eben auch eine Angststörung habe und eine Depression. Und ich bin noch nie in meinem Leben auf so viel Verständnis gestoßen wie in diesem Moment. Also wirklich, die ganze Zeit, als ich da gearbeitet habe, es war immer okay. Und immer, wenn ich gesagt habe, mir geht's vielleicht nicht so gut, ich habe vielleicht Kopfschmerzen und keine Ahnung, war es so, okay, dann geben wir dir heute einfach nicht so Aufgaben, die besonders schwierig zu meistern sind oder so. Oder wenn es dir ganz schlimm geht, dann darfst du auch ruhig nach Hause gehen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Eben dieses, dass man aufeinander so viel Acht gibt, das war total toll. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich halt diese Erfahrung noch machen durfte. Das ist, wie gesagt, kein Grund, warum ich jetzt irgendwie sage, die Kita, das war so schrecklich und keine Ahnung. Es ist halt einfach nicht der Ort gewesen für jemanden, der psychisch krank ist. Ich glaube, ansonsten ist das jetzt kein schlechter Arbeitsplatz gewesen oder irgendwas, ja? Es ist nicht so, dass ich sage, boah, da war alles so komplett scheiße. Ich meine, sonst wäre ich da ja auch nicht noch eigentlich geplant noch ein Jahr länger geblieben, you know? So ist es nicht, aber es ist halt eben einfach kein Platz gewesen, der für mich als psychisch kranker Mensch geeignet war. Und das war halt da halt jetzt in der Tagesgruppe anders. Ja, wir haben uns alle einfach gegenseitig so supportet, egal was war und wie und wo. Deswegen, also ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich halt an diese positiven Erfahrungen noch sammeln konnte. Ich konnte auch sehr viel lernen, auch was so Autismus und sowas anging. Weil, ja, also wenn man halt wirklich jeden Tag mit diesen Kindern arbeitet, ist es halt schon nochmal was anderes, ne? Es ist total toll zu sehen, wie die sich entwickeln und sowas. Und das war einfach total schön. Also auch so Sachen, ich war zum Beispiel bei einem Hausbesuch dabei und sowas. Das wäre in der Kita so gar nicht möglich gewesen. Und das war halt total schön. Wie gesagt, also ich bin froh, dass ich diese Erfahrung machen konnte, die sich dann halt eben für mich gebessert haben. Ich war auch ein bisschen traurig, als ich dann eben gehen musste jetzt. Letzten Freitag war der letzte Tag. Ich meine, ja, ich bin natürlich auch froh, dass es jetzt ein ganzes Jahr nur Schule ist, weil das natürlich nochmal viel entspannter sein wird für mich. Aber trotzdem werde ich die Mäuse alle vermissen, weil, ja,
man hat sie ja schon ins Herz geschlossen und auch meine Kollegen werde ich absolut vermissen, weil, ja, wie gesagt, da war eben einfach gegenseitiger Support großgeschrieben, ne? Und das, was man sich wünscht an einem Arbeitsplatz. Ja, und es ist halt total toll gewesen, diese Erfahrung. Und es wurde dann auch noch am Ende musste noch was ausgefüllt werden und da stand dann noch irgendwas besondere Bemerkungen und da wurde dann eben aufgeschrieben, wie toll meine Entwicklung war, weil sie am Anfang wohl schon gemerkt haben, wie, aus was für einer gestressten Situation ich kam. Ich habe es am Ende nochmal in einer Karte verdeutlicht. Ja, also ich hatte das Gefühl, ich wurde wie Unkraut aus einem Beet gezupft, aber in der Tagesgruppe wurde ich als Samen wieder eingepflanzt und hatte dann die Möglichkeit zu wachsen, weil ich gegossen wurde und genug Sonnenschein bekam, als dass ich wachsen konnte. Und jetzt bin ich wieder am Blühen. Ja, das ist wahrscheinlich die Metapher, die es am ehesten trifft. Wie sehr ich da halt eben wachsen konnte. Wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ich da sein konnte. Und es ist auch gut, dass nicht alles, was ich dann erlebt habe, dann eben so einen negativen Punkt nebenbei eben hatte. Aber wie gesagt, ich freue mich jetzt auch sehr auf das kommende Schuljahr. Das wird sehr angenehm werden, weil ich dann auch mehr Zeit habe, auch für diesen Kanal wieder und so, weil das ist natürlich immer ein bisschen untergegangen neben dem vielen Arbeiten. Jetzt wieder dann möglich, dass ich mich hier mehr drum kümmere und da freue ich mich auch total drauf und ich freue mich auch meine Freunde dann wieder mehr sehen zu können und nicht nur zweimal die Woche. Also mein Ding, was ich euch jetzt halt so nebenbei noch so mitgeben kann, ist, auch wenn ihr vielleicht schlechte Erfahrungen in irgendeinem Beruf macht oder so, das hat nichts damit zu heißen, dass es dann überall so ist. Vielleicht liegt es in dem Moment auch wirklich einfach kurz an euch, dass es einfach nicht matcht. Das ist in Ordnung. Man passt nicht in jedes Team rein. Habe ich ja gemerkt, ist in Ordnung. Also das ist, wie gesagt, auch kein Hate an irgendwen. Weil wenn die Chemie einfach manchmal nicht so stimmt, wie man sich das wünscht, also man kann halt nicht einfach jeden immer so akzeptieren und mögen, wie man sich das manchmal vorstellt. Und wenn es halt nicht klappt, dann versucht man es eben woanders nochmal. Ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall auch bei euch dafür, dass ihr mich in dieser Zeit durchgestanden habt. Was? Ich bin durch, Leute. I'm sorry. Ich denke, man hat es teilweise in den Videos auch gemerkt, wie gestresst ich war. Aber das wird jetzt in Zukunft natürlich dann besser werden, denke ich. Danke euch auch, dass ihr dieses Video hier gesehen habt. In kommender Zukunft wird es dann wieder 2 Videos die Woche auf jeden Fall geben. Ich meine, ich nehme es jetzt auch nicht mehr so ernst. Wenn ich es halt stressbedingt oder so nicht schaffe, dann ist es okay. Dann kommt auch mal nix. Aber voraussichtlich soll Mittwoch und Samstag wieder Videos kommen. Ja, wir kriegen das bestimmt alles dann wieder super hin. Wie gesagt, danke, dass ihr mit mir hier diesen Weg begleitet. Wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!